Liebe Freunde der Jungen Union, verehrte Gäste. Wenn Sie vielleicht ständiger Gast der Jungen Union Krefeld sind, so wissen Sie, dass wir seit mehr als 7 Jahren diesen Frühlingsempfang jedes Jahr ausrichten. Liebe Festversammlung und hier bei der Volksbank darf ich ausnahmsweise auch sagen, liebe Genossen. Herr Lehnkämper, was bedeutet es für Sie als Finanzminister, dass heute die Volksbank ausgezeichnet worden ist mit einem Ausbildungspreis? Das bedeutet für mich, dass wir weiter werben müssen für die duale Ausbildung. Da beneidet uns fast die ganze Welt rum. Das ist das meistkopierte, was aus Deutschland erfunden worden ist. Und es ist so toll, dass der Mensch einfach nicht beim Abitur anfängt, sondern dass man sieht, jemand, der praktische Begabungen hat, der kann sie auch erlernen, der kann sie ausüben, der gleichen Qualität wie jemand, der eine Hochschule absolviert hat. Die Volksbank macht hier eine sehr gute Ausbildung, eine profunde Ausbildung. Wir haben heute Auszubildende erlebt, ihre Begeisterung für diese Ausbildung. Und deswegen konnte man schon merken, der Preis geht in die richtige Richtung. Ja, das ist für uns eine ganz besondere Wertschätzung. Die duale Ausbildung ist Tradition bei uns im Hause und genießt bei uns von jeher einen hohen Stellenwert. Wir haben zurzeit 19 Auszubildende hier im Haus. Im August werden es wieder 26 sein. Und die Ausbildung ist für uns der Jungbrunnen. Aus den Auszubildenden rekrutieren wir seit Jahren schon unseren Nachwuchs. Und von daher ist das für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Stellen Sie sich nie nach vorne, Frau Bleskens. Danke.